kurzem habe ich eine Geschichte gehört, die tatsächlich so passiert ist. Ein Mann aus der Pfalz staunte nicht schlecht, als er am Sonntagabend von seinem Wochenendausflug nach Hause kam. Nein, es war nicht in sein Haus eingebrochen worden, sondern in seinen Garten. Das Gartentürchen war gewaltsam aufgebrochen worden und aus seinem Teich, da fehlten sämtliche kostbare Zierfische samt dem Wasser. Er erstattete sofort Anzeige. Offensichtlich war ein dreister Fischdieb da gewesen und hatte seine kostbare Fischsammlung gestohlen und dazu auch noch das Wasser abgepumpt. Der Fall löste sich noch am selben Abend. Sein Nachbar hatte am Sonntagmorgen aus dem Fenster geschaut und bemerkt, dass der Teich an Wasser verlor. Und so machte er sich auf in den Garten, musste das Gartentürchen aufbrechen und sammelte in einem Eimer die kostbaren Fischlein ein. Er ging zurück zu sich nach Hause und setzte die Fischchen in seine Badewanne. Und dort schwammen sie äußerst lebendig und munter. Als ich die Geschichte gehört habe, musste ich erst einmal schmunzeln. Und doch kam ich ins Nachdenken. Ist da nicht etwas Wahres dran? Rechne ich nicht immer gleich mit dem Schlimmsten? Befürchte ich nicht das Negative? Wir Menschen neigen wohl dazu, misstrauisch zu sein und haben vermutlich auch allen Grund dafür, denn unsere schlechten Erfahrungen können wir nicht von der Hand weisen. Wenn das Gartentürchen aufgebrochen ist und die Fische alle verschwunden sind, dann wird wohl ein dreister Fischdieb am Werk gewesen sein. Nein, es war kein Fischdieb, sondern es war ein Fischretter. Und es war auch kein böser Mensch, sondern ein aufmerksamer und freundlicher Nachbar. Dieses Misstrauen, dass das nicht überhand nimmt, gibt es für mich einen wunderbaren Spruch aus dem Psalmen, der da heißt: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss es nicht, das Gute. Das Gute in meinem Leben, das es zuhauf gibt, das ich oft nicht sehe, weil es selbstverständlich ist. Der Sonnenschein, die schöne Natur, das wunderbare Vogelgezwitscher, das freundliche Lächeln eines Menschen, das mir gilt, oder der überraschte Anruf einer Freundin am frühen Morgen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Bleiben Sie behütet.